Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von der PTR Schatten über Tristram. Wir haben hier ja die 7. Ebene gefunden, also erreicht vom Labyrinth, also vom eben den Untergrund aus Diablo 1 und müssen irgendwo auch Blutgerinne Diablo finden, oder? Darum geht's ja. Der richtige Diablo. Also beziehungsweise der erste Diablo. Aber hier ist nichts mehr. Gehen wir noch kurz nach oben und dann rechts. Und sonst müssen wir dann einfach zur 8 Ebene. Okay. Ja, ist nichts. Ja. Man ist extrem langsam mit diesem Filter. Wir müssen laufen. Und was trinken, sonst bin ich dann noch redeunfähig. Weil ich immer noch sehr erkältet bin. Ah, der letzte Gegner von der Ebene. Ich habe mich mehr erwartet. Ja, super. Dann gehen wir wieder runter. Eine Ebene nach unten. Und schauen mal, was kommt. Es muss ja jetzt langsam diese Höllenebenen kommen. Es ist eben noch so eine Ebene, okay. Also zuerst kommt doch irgendwie was mit Erde, oder? So weit bin ich auch gekommen. In Diablo 1. Aber, okay, zwei Altare. Schön, dass sie die Gegner eingebaut haben. Ah, super, hä? Blutstern wieder. Also gibt es mehrmals. Und man kann die Items fast nicht einsammeln. Geht ja mir einige Zeit. Die hätten lieber Hellfeier noch dazu gemacht. Naja. Ja, nicht so schlimm. Ja, dann haben wir Ebene 8 schon. Also nur was ist Ebene 6, okay, und dann Ebene 7, Ebene 8. Oh, wie süß. Also eben, wenn ich jetzt irgendwas verpasse, dann tut mir es einfach leid. Natürlich. Ich möchte nicht ganz alles erkunden, schon das meiste. Wir gucken einfach. So gut wie möglich durch diesen Dungeon, okay? Baron Marsh. Gibt's den auch in Diablo 1? Sehr cool. Göttliche Platte des Weiß. Geselleninstinkt. Und haben die Original-Sounds. Ja. Lösener Door. Und Reiselösung. Nehmen wir mit. Ja, und jetzt geht's hier auf Labyrinth-Ebenen ein. Ich möchte aber noch ein bisschen erkunden. Sonst bin ich traurig, wenn hier nichts was ist.
muss doch irgendwas geben. Okay. Scheinbar... Oh, Vögel. Tja. Hier drüben. Da könnte was sein. Da muss was sein. LOL, Lazarus. Lazarus, bist du's? Nein, Zahn der Verrückte. Okay, komisch. Okay, jetzt sind wir voll, hä? Ich tue das mal aufbewahren. Aber eben, ich spiele ja nicht lange PTR, also müssen wir nicht lange PTR spielen. Wenn ich euch etwas zeigen soll, dann kann ich noch weiter PTR spielen natürlich, aber die Season ist ja das, was wir machen wollen. Okay. Dann haben wir hier noch göttliche Platte des Weiß. Ah, es ist auch so eine. Aber eben. Nichts Anständiges. Und hier ist nichts mehr. Ach, Menno. Wir gehen aber das andere auch noch erkunden. Ich möchte ja auch ein paar Parts raushauen. Aber an einem Tag schaffe ich es nicht. Also ich habe ja gesagt, 2 Parts pro Tag oder so von der PTR. Das werde ich auch einhalten. Wenn es geht. Weil ich ja momentan nicht so livestreamen kann. Also es ist Wahnsinn, wie Livestream einfach ein bisschen herumgiegeln mit Kollegen oder so. Was das für Kraft braucht, vor allem wenn man erkältet ist. Also nur wenn man eigentlich erkältet ist. Das ist Wahnsinn, man hat einfach keine Kraft und uns fehlt einfach dann die Kraft, die einfach von der Erkältung gefressen wird. Und man wird plötzlich sehr müde, aber sofort eigentlich. Also man tut ein bisschen herumalbern und plötzlich fällt man dann relativ schnell ab. Das ist, geht manchmal eine Stunde oder so und dann plötzlich fällt man ab. Und genau das ist es, was mir eigentlich gestern auch so relativ passiert ist. Ich wollte einfach nicht mehr weitermachen, weil ich so erschöpft war. Ja, aber eben, Livestreams kommen immer wieder. Kein Problem. Aber ich muss auch ein bisschen berühmter werden, irgendwie. Da könnt ihr mir natürlich helfen. Aber wie, das müsst ihr selber eigentlich entscheiden, wie ihr mich helfen wollt. Es gibt tausende Möglichkeiten, mir zu helfen. Einfach Kommentare schreiben oder sonst irgendwas. Rückengrabsch. Was? Rückgratbrecher. Ah, da, deshalb habe ich so viel Schaden bekommen. Okay. Ein Rückgratbrecher. Aha. Jetzt ist es Höhlen. Jetzt ist die Ebene mit der Höhle gekommen. Todesgeschichte, das tönt so gut. Schwarzer Pilz, den brauche ich. Verrotteter Pilz. Ja, ich glaube, das brauche ich für Tristram dann, hä? Ebene 10. Dann sind es doch nur 19 Ebenen. Ich glaube, bleibt kaum, dass es 13 Ebenen sind. Na gut. Gucken wir hier noch ein bisschen um.
Also die Kisten sind scheinbar auch neu. Also von Diablo 1. Schade ist nichts. Ich hätte hier ein Easter Egg erwartet. Natürlich nicht. Okay. Sackgassen. Tja. Aber es ist schön, ey. Wunderschön irgendwie. Die Höhle sieht im Diablo 3 so original ohne Pixel nicht schön aus. Aber mit Pixel sieht es mega schön aus. Man ist auch nicht so erwartungsvoll auf die Grafik. Weil in Diablo 3 ist alles so verschwommen. Otter, habt ihr das gemacht? Ein Diablo 3 Mod. Ja, wir haben einen Diablo 3 Mod. Wunderbar. Auch eine Sackgasse, wie immer. Boah, ich bin müde. Schade, ja, ich muss wahrscheinlich Diablo 3 offen lassen. Hä? Tut mir leid einfach, dass ich so müde bin, gell? Aber das ist wegen der Erkältung. Labyrinth Ebene 11. 1-1. Aber schön, hä? Schön, schön, schön. Bin mal gespannt, was noch alles kommt. Also jetzt weiß ich eigentlich nicht mehr viel weiter, weil ich das Spiel halt nie richtig gespielt habe. Ich habe mit Diablo 2 eigentlich angefangen. Okay. Blauhorn, ein Rothorn, ein Bluthorn, ein Blauhorn. Oh je. Ach je, 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 je. Und hier oben sieht es nach dem Ende aus von dieser Ebene. Hm? Okay, komische Musik. Da kreischt jemand her, also jammert jemand herum eher. Ebene 12. Ja, also wenn ihr das spielen wollt auf der PDR, könnt ihr das spielen in aller Ruhe und alles erkunden und so weiter. Und ich denke, ich sollte eher ein bisschen durchrushen. Und alles dann eben in der Season machen am Morgen, ja. Ich will euch ja auch nicht alles spölen, hä? Also ich denke, die sich nicht spölen lassen wollen und dasselbe machen wollen, die können ja jetzt ausmachen, weil jetzt kommt das
wichtigste natürlich Diablo und alles mögliche. Je nachdem, was dann... War es nicht so, dass der Diablo geflohen ist und dann musste man ihn hinterher oder so? War das nicht so irgendwie? Keine Ahnung. Und war das nur erst ein Hellfire so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur Ahnung von Diablo 2 und Diablo 3. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber so cool, man sieht aus wie ein Skelett irgendwie ein bisschen von hinten. Ist aber auch so gewollt wahrscheinlich von diesem Set. Okay, jetzt ist es eine große Ebene, hä? Ja. Ja, und jetzt sind wir wieder ringsum. Jetzt müssen wir noch eine andere Ebene finden. Ah, da in die Mitte hoch. Ja, ist ja klar. Es ist eine Wurmgrube, also eine Mine. Ah, sorry für Scan. Aber ich bin auch ein bisschen gelangweilt. Das stimmt. Also nehmen wir bitte hier raus wieder. Die Hunde. Ja, hat nichts gebracht, aber... Auch einfach mal wieder gemacht. Okay, jetzt sind wir wieder in der Ebene. Das Gefängnis ist der Folterkammer. Gut. Man sieht schon, dass die in Diablo 1 extrem unter Zeitdruck waren und nicht alles veröffentlicht haben. Weil es jetzt eigentlich keine Geheimgänge mehr gibt und ich habe sie einfach nicht so gefunden. Ich habe hier vieles einfach geskypt, weil ich... Also geskippt, soll ich ja sagen. Weil ich, ja, in einer Sackgasse gelandet bin und ich nicht auf die Folter spannen will und so weiter. Ja. Terror-Axt. Trishula. Also das ist nur normales Equip. Okay. Ja, jetzt geht's weiter unten. Schon Stufe 14. Dann machen wir den Schluss dann im nächsten Part, gell? Und machen hier mal einen Stopp. Ich mache auch mal einen kurzen Stopp. Und dann gehe ich weiter mit euch zusammen. Im nächsten Part. Tschüss. Hallo Leute, liebe Diablo 1 Fans. Ja, willkommen zurück zum dritten Part des... Ja, PTRs von der... vom Diablo 3 und dem Testreel, und hier spielen wir das Event, das im Januar kommt, auch in den normalen Reams. Gut, wir sind schon Ebene, man sieht es gerade nicht. Ich sehe es gerade nicht, aber ihr seht es. Weil ich habe dort die Fraps-Zahl und deshalb sehe ich es nicht, aber ja, ich hätte auch nachschauen können, aber mal gucken, was als nächstes kommt. Ich glaube, das ist eben eine... Es muss über... 14 ist es. Keine Ahnung.
gleich. Da ist es, Stufe 14, ja. Okay. Aha. Ein gutes Schwert. Die muss ich ja nicht. Dann nehme ich das noch mit. Und das Foliant haben wir wahrscheinlich einfach in den... bei den Büchern. Aber diese Nostalgie, sehr süß. Ach, wie toll. Schade, dass alles an einen Schwierigkeitsgrad gebunden ist. Das macht halt alles schon ein bisschen langweilig. Aber na gut. Ist jetzt nicht so schlimm, natürlich. Es macht trotzdem noch Spaß. Ungeheuerlichen Spaß. Ja. Gut, dann müssen wir den nach Norden, ja. Jetzt was trinken. Der Orangensaft, der beißt mir den Ding weg. Ja, die entzündenden Sachen im Hals reißen sie auf oder beziehungsweise einfach macht weh. Weil ich muss Orangensaft trinken, wenn ich Unterzucker habe. Und deshalb, ja, muss ich jetzt trinken. Sonst werde ich dehydriert. Ja, wenn man auch krank ist. Hm. Gut. So haben wir wieder viele Goblins. Fettische. Fette Tische. Wir haben fette Tische. Gut. Links oder rechts? Der Wesir. Großwesir. Das ist der Großwesir. Da gab es schon in Diablo 2, glaube ich, die Waffe. Großwesir. Oder wo ist es gewesen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Hm. Großes hier das Chaos. Das ist aber ein anderes Spiel, oder wie? Der rote Fox. Die rote Fox, aha. Das heißt so verpixelt, ich kann das gar nicht richtig lesen. Okay, da waren wir aber schon. Vielleicht ist er einfach aufgedeckt. Die Champion der Stadtbewohner. Oha. Er ist gestorben. Lazarus, endlich! Yeah, wir haben Lazarus besiegt. Super. Dankeschön. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, ja. Wir gehen mal zurück, hä? Prima. Also. Wir müssen jetzt die gelben und die weißen. Und vielleicht noch das hier und das hier.
Ja, komm, die da auch weg. So. Gut, wo haben wir das? Ja, können wir auch hier rein tun. So, ab der Pilz, den möchte ich natürlich mitnehmen. Schön. Also hier können wir wieder ins Labyrinth. Und da unten geht's irgendwo hoch wieder. Aber wo hoch? Die Stufe 15. Also war an der Stufe 15 irgendwas? Nein, oder? Komisch. Aber vielleicht waren wir hier schon oben. Kann auch sein. Ja, da kam wieder von oben. Kann schon sein. Ich hab jetzt einfach nicht so aufgepasst, tut mir leid. Ist ein bisschen komisch. So genial, ein Türhebel. Das ist sicher wieder irgendwas Böses. Oh je. Ich höre schon kommen, da drin muss irgendwas Böses sein. Belagerungsbässe. Ich kenne mich nicht aus, tut mir leid, aber ich hätte es gerne auch gespielt, wenn ich das Game hätte irgendwie auch machen können. Diablo, der dunkle Fürst. Der Himmel sei gedankt, ihr seid zurück. Oh ja, jetzt bekomme ich auch. Ah, wir haben Diablo. So war das. Oder so ist das jetzt. Rote Seelensplitter. Ach, wie cool. Darf ich das denn mal sehen? Das tun wir dann draußen. Ding, gell? Also, dann gehen wir nach draußen. Ich muss zurückkehren. Ich möchte es sehen. Also, jetzt müssen wir... Ja, wir müssen ein anderes Amulett tragen. Wir haben kein anderes Amulett. So ein Mist. Jetzt herstellen. Boah, es ist alles überbeleuchtet jetzt wieder draußen. Ein Amulett herstellen bei ihm. Höllenfeuer, Amulett der Intelligenz. Ja, ist relativ schwach. Ja. Aber wir müssen das benutzen für einfach zum... Was? In den Helm. Ach so, weil sie ja der Seelenstein ist. Hä, ich dachte, man sieht irgendwas. Ich dachte, man sieht das. Es ist doch nicht, dass man es sieht. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Hm? Ist sehr komisch. Ist es denn hier wieder Gegner? Merkwürdig. Also jetzt müssen wir mit dem Pilz nach oben. Okay. Oder wohin müssen wir? Da oben war ja nichts. Müssen wir nochmal kurz rein? Hm. Und jetzt, wo müssen wir? Das ist verschlossen. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich war doch irgendwo. Das kann ich noch nicht öffnen. Mist. Ich weiß es nicht mehr, wo ich da war. Ich müsste vielleicht den ersten Part schauen. Also war das nur eine Falle? Da war eine Falle. Na gut. Da ist irgendwas.
zur Kathedrale. Da müssen wir wieder zur ersten Ebene. Ah, da war's, genau. Da drüben war's. Lol? Was machen diese Feuerfallen? Hexenelixier. Und jetzt? Was kann ich mit einem Hexenelixier machen? PH. Also jetzt kann ich zu den Leuten gehen. Ich denke, die Markierung heißt einfach, dass ich jetzt zu den Leuten muss gehen. Gut. Was ist denn los? Von wo kommen denn die Fallen immer? Bin ich besoffen? Ah! Das ist vom Ding, Edelstein, Seelensplitzel. Okay. Ja. Das ist verschlossen. Nein, ich kann sie immer noch nicht öffnen. Ich will die haben. Also ich will etwas Sachen von denen haben. Das ist eine Frechheit. Ja, bei ihm. Schulden eines Trunkenbolds. Geschuldete Münzen. Okay, und jetzt, tja. Ich habe immer noch fast alle Dinge nicht. Beziehungsweise habe ich schon geholt. Das habt ihr gesehen. Im Let's Play. Das ist ein momentaner Let's Play. Aber nun ist jetzt einfach mal die Frage, wieso ich die nicht jetzt habe. Was ist mit der PTR passiert? Ja, den kann ich noch nicht öffnen. Griswold kann ich noch nicht öffnen. Das ist verschlossen. Ja, was muss ich jetzt noch machen? Ich muss irgendwas noch machen. Ein Brief. Heiler von Tristram. Und wo ist der Heiler von Tristram? Der da. Wo ist der Heiler? Der da. Aha. Ja, und dann kommt ein Heilers, Woodneck fit for a shield. Also, das ist wie jetzt Bein. Ja, ich hab wie jetzt Bein. Kann man jetzt irgendwas öffnen mit dem wie jetzt Bein? Komm, bitte. Irgendwas machen mit dem wie jetzt Bein. Ist ja mal so cool, die haben das eingebaut. Ja, ist ja einfach, weil das Co-Level schon existiert. Ich will jetzt wieder jetzt Bein machen. Ah nein, kommt wahrscheinlich kein Co-Level, schade. Aber ich craft es. Ich hab wieder jetzt Bein. Psst, hier drüben. Findet wieder jetzt Bein. Collect alte Kultist Pages from the Prozessorator Event. Audioskim Kultist Update Kultist. Die Hallen der Blinden. Betrete die Halle der Blinden. Habe ich das vergessen? Werde ich dann ein Ding machen. Im Event, also am 1. Januar bis 31. Januar. Ein Gefährte, betrete Tristram mit einem Charakter Stufe 1 Solspiel und töte den dunklen Fürsten. Aha. Dafür bekommen wir den Schlecht drüber. Das machen wir dann auch natürlich. Bis zuerst einmal mit Wartwehr jetzt Bein ein bisschen kämpfen. So toll. Ist ja mega genial. Ach, diese Nostalgie. Sollen sie nur ein Diablo 2 Event auch noch machen?
Wieso habe ich jetzt eine andere... Wieso habe ich jetzt andere... große Mauszeiger. Oh, cool. Das sieht noch schöner aus. Und jetzt... kann ich es nicht ausmachen. Ich denke, es ist nicht so gut. Mach ich mal 80. So. Okay, Kontaktschatten. Sieht man das irgendwo? Ja, einfach die Schatten, ja, aber... das sieht ein bisschen komisch und dünn aus, hä? Also so richtig ist es noch nicht. Euer Untergang ist besiegt. Aber die Ding kriege ich nicht mehr weg, die also die Schrift. Oder wie? Komisch. PH Temporial Priest. Wo habe ich denn an... da... da habe ich angegriffen. Ich habe eine Seite. Ist auch eine PH-Seite. Was heißt PH? Keine Ahnung. Also ich höre jetzt mit dem Part auf. Dankeschön fürs Schauen. Und das D ist ein bisschen abgeschnitten hier. Ja, wir gehen weiter mit Diablo 3 Let's Play Season 8. Tschüss.